Und wir sind online und ich begrüße alle zur Veranstaltung in öffentliche Räume nachhaltig planen mit Nadine Kümmel. Schön, dass du da bist hier bei mir im Zoom. Schön, dass ihr da seid auf YouTube. Ich begrüße auch schon mal vorsorglich alle zukünftigen ZuschauerInnen zu dem vorletzten Päubel-Lunch in diesem Jahr von der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz. Vielleicht ganz kurz zum Ablauf. Nadine wird gleich 20 Minuten bis 30 Minuten einen kurzen Vortrag halten. Wir werden uns dann ein bisschen unterhalten, aber es sind natürlich alle eingeladen, Fragen in den YouTube-Chat zu stellen, die wir gerne aufnehmen und dann in die Diskussion bringen. Vielleicht zwei Sachen noch. Nadine Kümmel ist Diplom-Ingenieurin und Designerin. Wir haben schon ein paar Mal zusammengearbeitet, deswegen weiß ich, dass ein hervorragender Vortrag auf uns wartet. Und die ganze Veranstaltung findet im Rahmen des Verbundprojekts Öffentliche Räume statt, in dessen Zuge auch unter anderem jetzt der Infrastrukturatlas der Böll-Stiftung erschienen ist. Dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Erstmal, Nadine, vielen lieben Dank, dass du da bist und ich würde direkt an dich übergeben. Ja, vielen Dank. Ich schaue gleich mal hier den Bildschirm zu teilen. So, ja, das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Ja, also, ja, vielen Dank für die Vorstellung, vielen Dank für die Einladung und ja, wie schon erwähnt, bin ich selbstständige Designerin in Mainz und habe mein Büro in der Mainzer Neustadt in der Josefsstraße. Und in meinem Berufsalltag beschäftige ich mich hauptsächlich mit der Gestaltung von Innenräumen, wobei das von Grundrissentwicklung und eher baulichen Sachen bis zur detaillierten Erarbeitung von einer Ausstellung gehen kann. Passend dazu entwerfe ich neben anderen Produkten hauptsächlich Möbel, sowohl individuelle Möbel als auch industriell gefertigte Möbel. Und aufgrund meines zweiten Studiums, mein erstes Studium habe ich in Mainz absolviert, im Fachbereich Innenarchitektur. Und dann nach ein paar Jahren Berufstätigkeit habe ich ein zweites Studium gemacht, und zwar im Fachbereich Sustainable Design, also nachhaltige Konzeption, am Minneapolis College of Arts and Design. Und so bin ich zu meiner dritten Tätigkeit gekommen, der nachhaltigen Konzeption. Und das soll es eigentlich auch schon über mich gewesen sein, weil heute soll es ja um öffentliche Räume und ihre nachhaltige Gestaltung gehen. Und da habe ich mich inspirieren lassen von eurem letzten Vortrag und möchte auch mit einem Zitat anfangen. Und zwar heißt das: Räume sind die Rahmen unseres Lebens. Dieses Zitat stammt von einer sehr bekannten britischen Innenarchitektin, der Ilse Crawford. Und ich fand diesen Satz schon immer sehr passend, weil Räume ja tatsächlich die Bühne, sag ich mal, unseres Lebens sind, wo alles stattfindet. Und wenn das so ist, dann würde ich sagen, Städte sind die Rahmen unserer Gesellschaft. Und das drückt für mich aus, wie viel Einfluss doch der öffentliche Raum auf unser tägliches Leben hat. Und ich selbst bin natürlich kein Stadtplaner, aber was ich im Studium und später im Beruf als Designer und Projektmanager gelernt habe, ist, dass man lernt, ein Projekt zu analysieren und auf Details zu achten, ohne das große Ganze aus dem Augen zu verlieren. Und das heißt, bei allen Projekten schaut man sich die Aufgabe oder das Problem an, achtet natürlich auf die Details, aber schaut sich halt auch an, welche Bereiche und Personen noch beteiligt sind. Und dadurch werden natürlich die Lösungen vielfältiger. Manchmal muss man sich tatsächlich auch fragen, ob man überhaupt die richtige Frage gestellt hat. Aber mit der Zeit lernt man so sehr gut Zusammenhänge zu erkennen und ja, verknüpft zu denken. Und als kreativer Entwickler, sage ich mal, erkennt man vielleicht noch mal die ein oder andere Verknüpfung mehr, die andere vielleicht übersehen hätten. Und wie in anderen Fachbereichen versucht man es sich natürlich ein bisschen einfacher zu machen und die ganze Problematik in ein Modell zu übertragen, um sich quasi einen besseren Überblick zu verschaffen. Und in unserem Fall ist das ein Systemmodell, wobei es zunächst mal ein Grundsystem gibt, also das, was das Projekt oder das Problem, an dem man arbeitet, repräsentiert. Und dann gibt es dazu kleinere untergeordnete Systeme, also quasi alles, was von dem System, um das man sich gerade kümmert, eingeschlossen und beeinflusst wird. Und
größere, übergeordnete Systeme, also alles, was unser System von außen begrenzt und beeinflusst. Und mit diesem Gedanken im Hinterkopf schauen wir uns jetzt an, was der öffentliche Raum ist. Und da überlegt man sich natürlich erstmal, was gehört denn überhaupt dazu? Und ganz grob würde ich mal sagen, das sind vielleicht öffentliche Gebäude, öffentliche Plätze, Grünflächen, Verkehrsflächen und öffentliche Gewässer. Soweit so übersichtlich, aber natürlich gibt es bei all diesen Punkten ganz viele Unterpunkte, wie bei Verkehrsflächen zum Beispiel Straßen, Fahrradwege, Bürgersteige, Parkplätze, Kreuzungen, Kreisel und was nicht noch alles. Bei öffentlichen Gebäuden zum Beispiel Schulen, Kindergärten, Universitäten, Bibliotheken, Bahnhöfe, all diese Sachen, die ja selber wieder nur Überschriften für die vielen, vielen ganz konkreten Projekte im öffentlichen Raum sind. Und dazu kommen natürlich dann die übergeordneten Areale, die den öffentlichen Raum begrenzen und beeinflussen, wie zum Beispiel private Gebäude, neue Quartiere, die die Stadt an Investoren vergibt, aber auch sowas wie landwirtschaftliche Flächen und benachbarte Gemeinden und Städte. Dabei stehen natürlich all die Systeme in einer ständigen Wechselwirkung und je nach Modell kann man dann zum Beispiel auch noch sowas wie Entscheidungsrahmen der Städte und Kommunen einfließen lassen und solche Sachen. Was man aber auf jeden Fall noch braucht, ist eine Zielsetzung und ein Problem, das man mit der Planung dann bearbeiten möchte. Und eigentlich wollte ich hier einfach abschreiben und da gibt es eine Liste der größten Weltprobleme, die das Global Economic Symposium erarbeitet hat, habe ich aber super schnell gemerkt, würde viel, viel zu weit gehen. Deswegen habe ich mir aus dem ersten Punkt Energiekrise und Klimawandel mal 4 Unterpunkte ausgesucht, die da wären Müllaufkommen, Ressourcenknappheit, Klimawandel und Temperaturanstieg und Luftverschmutzung. Das heißt, wir kennen jetzt unser System und die Ziele beziehungsweise die Probleme, an deren Lösung wir arbeiten wollen. Und als einen Ansatz für 2 der 4 ausgewählten Probleme habe ich mir die Begrünung ausgesucht. Und dann schaut man sich das Modell an und geht nach und nach alle Möglichkeiten durch, die für eine Begrünung in Frage kommen. Und je nach Modell kann man da mehr oder weniger Punkte finden. Je besser das Modell, desto mehr Punkte natürlich. Und in der ersten Phase würde ich mal ganz strukturiert schauen, was hat man denn als Grundlage, welche Projekte gibt es schon und an was kann man arbeiten. Und ich fange mal hier mit den Brachen an, wobei ich bei Brachen nicht brachliegende Flächen meine, sondern eher Bauwerke, die über die Zeit ihre Nutzung verloren haben oder die in absehbarer Zeit außer Betrieb gehen. Bei uns in Mainz wäre das zum Beispiel die Mainzer Hochbrücke Richtung Mombach, welche ihre ursprüngliche Funktion ja nicht mehr ewig erfüllen kann. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, zum ersten Mal im Leben ist Abschauen nicht nur erlaubt, sondern wünschenswert. Ganz was Neues. Und in diesem Sinne sieht man hier die sogenannte Highline in New York. Seine ehemalige Güterzugtrasse mit einer Länge von guten 2 Kilometern in der Höhe von 7,5 Metern. Die wurde ursprünglich mal 1932 gebaut und zwar um Unfälle zwischen Güterzügen und dem Straßenverkehr zu vermeiden. Und der letzte Zug ist dann 1980 gefahren und eigentlich sollte die Highline abgerissen werden, um Bauland frei zu machen. Aber es hat sich eine Bürgerinitiative gegründet mit dem Namen Friends of the Highline und die haben sich für den Erhalt des Bauwerks und eine Umnutzung eingesetzt. Und heute ist die Highline ein öffentlicher Park, der sowohl die umliegenden Gebäude als auch das angrenzende Stadtgebiet stark aufgewertet hat. So sieht das Ganze aus. Das Projekt wurde in 3 großen Bauabschnitten realisiert. Die wurden 2009, 2011 und 2012 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Insgesamt hat die Realisierung allerdings von 2006 bis 2019 gedauert und die Baukosten von ca. 110 Millionen Euro konnten zu 70% durch Spenden und 30% durch die Stadt finanziert werden. So, des Weiteren gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten,
Zum Beispiel können bereits bebaute und versiegelte Flächen entsiegelt werden. Oder bei der Sanierung von Fassaden, zum Beispiel an öffentlichen Gebäuden, kann Begrünung eingedacht werden. Und da habe ich hier ein Beispiel. Das ist das Boutique-Hotel Stadthalle in Wien, dessen Innenhof und Fassade fast vollständig begrünt sind. Und die Angestellten und Besucher schätzen nicht nur die schöne Optik, sondern auch, dass nach eigener Aussage im Sommer im Vergleich zur umgebenden Stadt 3 bis 4 Grad kühleres Klima im Innenhof herrscht. Damit das Efeu den Putz nicht angreift, hat man hier einen Silikatputz verwendet, der selbst wenig bis kein Wasser speichert. Das bedeutet, dass die Pflanze da gar nicht eindringen möchte, weil sie halt nichts daraus ziehen kann, sozusagen. Dann auch kleine Maßnahmen, zum Beispiel im Bereich von Verkehrsflächen, können das Stadtbild und das Klima positiv verändern. Und zwar zum Beispiel das Begrünen von Baumscheiben, wofür man in zahlreichen Städten mittlerweile Patenschaften übernehmen kann. Oder sowas wie die Begrünung von Haltestellenhäuschen, was die Stadt Utrecht ziemlich super umgesetzt hat. Hier hat man wirklich eine begeisterte Mission für dieses Projekt und auch für andere Projekte. Man möchte außerdem die gesündeste Stadt Europas werden. Und neben den 316 Bushaltestellen, die bereits begrünt haben, wurden auch 96 Haltestellen mit Solarpanelen versehen. Und es wird mit LED-Beleuchtung gearbeitet und die Instandhaltung über Elektrofahrzeuge gemacht. Und ja, die sind ziemlich stolz auf das Projekt. Und man sieht, da ist eine wirkliche Begeisterung dahinter, was auch bei so einem kleinen Projekt wirklich, wirklich toll ist. So, in einem zweiten Schritt schaut man sich dann die aktuellen Bauprojekte an. Hier kann man zum Beispiel Ausschreibungen so gestalten, dass die Begrünung von Gebäuden als Voraussetzung für die Vergabe ist. Eine solche Auflage könnte auch für die Entwicklung von neuen Quartieren gelten, wobei man auch das Schaffen von öffentlichen Parks zum Beispiel in Form von Dachparks zur Voraussetzung machen könnte. Und durch die Umsetzung können Städte und Kommunen sogenannte Leuchtturmprojekte schaffen und selber einen Vorbildcharakter einnehmen. Und hier sieht man das Gebäude der Behörde für Umwelt, Energie, Klima und Agrarwirtschaft in Hamburg, welche einen sehr großen Teil der Dachfläche begrünt hat und daraus einen Dachgarten gemacht hat. Sieht man hier. Und die Behörde hat nicht nur selbst begrünt gebaut, sondern fördert auch Dachbegrünung im ganzen Stadtgebiet mit bis zu 60%. Und das schon seit 2016. Wer sich dafür interessiert, kann nochmal schauen unter www.hamburg.de/gründach. Da findet man auch ein tolles Video zu diesem Dachgarten, wie er sich übers Jahr verändert. Genau, zurück zu unserem System, weil man natürlich jetzt auch den Bereich private Gebäude abgedeckt hätte mit dieser Förderung. Und das ist eine gute Überleitung zur Phase 3. In der man langfristig etwas bewirken möchte, was Förderprogramme wie in meinem Beispiel aus Hamburg sehr gut erreichen können. Zusätzlich braucht man aber auch die richtigen Gesetze und Richtlinien, um langfristig positiven Einfluss zu nehmen. Und das hat beispielsweise Frankreich bereits 2015 gemacht. Und zwar haben die ein Gesetz erlassen, das besagt, dass alle Neubauten in französischen Gewerbegebieten künftig entweder eine Dachbegrünung haben oder mit Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien ausgestattet sein müssen. Haben wir dann also auch den Bereich Industrie abgedeckt. Und das wären dann so die drei Phasen. Man sieht, man hat ganz, ganz viele Ansatzpunkte, die man in diesem Modell finden kann. Wenn man sich dafür entscheidet, in die Richtung was zu machen, gibt es sehr viele Möglichkeiten. Aber, wichtig ist natürlich bei der nachhaltigen Entwicklung, dass man nicht nur auf kurzfristige monetäre Vorteile sich konzentriert. Diese Grafik der Bundesstiftung Baukultur erläutert deshalb auch die schwer messbaren Vorteile von Stadtbegrünung und ihren Einfluss auf die Bewohner.
Leider fällt es uns immer noch ein bisschen schwer, so was wie Wohlbefinden als relevanten Wert anzuerkennen und dann das auch ja als sinnvolle Projekte zu sehen. Genau, wenn man aber dann bedenkt, dass anderswo auf der Welt Gebäude wie der Agora Garden Tower bereits fertiggestellt sind, auf dem 32.000 kleine Bäume wachsen, fragt man sich, ob man mit ein bisschen Stadtbegrünung wirklich zu viel verlangt. Aber heute soll es ja nicht nur um Stadtbegrünung gehen, sondern um nachhaltige Stadtentwicklung im Allgemeinen. Also habe ich mir unsere vier Problemstellungen nochmal angeschaut und habe mir als zweiten Lösungsansatz mehr Fahrradverkehr ausgesucht. Und wenn wir jetzt wieder in unser Modell schauen, da kann man zwar Ansatzpunkte finden, aber das ist doch, wenn man so schaut, doch am meisten ein Verkehrsthema. Und da müsste man jetzt das Modell ein bisschen umstellen. Man könnte zum Beispiel die Hauptverkehrswege als Grundsystem nehmen oder vielleicht auch den Fahrradfahrer selbst. Hier muss man einfach schauen, was einem den besten Überblick verschafft. In jedem Fall kann man wieder sich an anderen Städten orientieren und aus deren Erfahrungen lernen und sich inspirieren lassen. Und hier mal ein Projekt aus einer sehr bekannten Fahrradstadt, nämlich Kopenhagen. Die Snake Line oder Bicycle Snake, also Fahrradschlange, wurde im Jahr 2014 fertiggestellt. Sie ist 220 Meter lang und hat seinerzeit 32 Millionen dänische Kronen gekostet. Das wäre heute umgerechnet so 4,3 Millionen Euro. Und Kopenhagen hat schon in den 70er Jahren eine Entscheidung zur Verkehrswende getroffen und lustigerweise damals noch versucht, in Hamburg abzuschauen. Und heute sind sie so viel weiter mit dem Fahrradverkehr als wir. Und der durchschnittliche Fahrradweg in Kopenhagen ist übrigens über 2,20 Meter breit und das schaffen wir nicht mehr mit unseren allerneuesten Projekten. Genau, in den letzten 10 Jahren hat Kopenhagen nicht nur diese 4,3 Millionen investiert, sondern über 50 Millionen Euro in Fahrradinfrastruktur investiert. In erster Linie wurden neue Wege gebaut, sodass Fahrradfahrer sich wohl und vor allem sicher fühlen, um schnell von einem Ort zum anderen zu kommen. Und warum machen das die Dänen? Die glauben, dass sich die Investition wirklich lohnt, weil die haben schon 2014 errechnet, dass man mit den gemachten Investitionen langfristig 230 Millionen Euro sparen kann. Zum einen ist der Straßenbau für Autos natürlich insgesamt sehr viel teurer als die Investition in Fahrradinfrastruktur. Fahrradfahrer werden zudem seltener krank und produzieren weniger Kosten im Gesundheitssystem. Und Fahrräder verursachen im Gegensatz zu Autos keine Umweltverschmutzung, die später mit hohen Kosten wieder behoben werden muss. Und auch hier sieht man, dass ja, relativ schwer messbare Aspekte in die nachhaltige Entwicklung Einfluss finden. Manchmal ist es aber Gott sei Dank auch ganz einfach, die Vorteile zu kommunizieren, wie an diesem schönen Beispiel aus Stockholm zu sehen sind, weil man hat natürlich mit Fahrrädern eine große Platzersparnis bei Parkplätzen. Andere Vorteile bzw. Maßnahmen, wie diese Reparaturstationen zum Beispiel für Fahrräder, sind vielleicht weniger offensichtlich, können aber trotzdem positiven Einfluss auf mehr Fahrradverkehr haben. Und sogar sowas wie die Zusammenarbeit mit Fahrschulen für einen stärkeren Fokus auf den Umgang mit Fahrradfahrern bei der Vergabe von Pkw-Führerscheinen kann ein Baustein sein, um ja den Fahrradverkehr zu verbessern. Und zusätzlich könnte man ja diese neue Entwicklung nutzen, um noch etwas mehr Stadtidentität zu prägen, was wir ja schon angefangen haben mit unseren schönen Mainzelmännchen. Genau. Dann mein letzter Punkt, auf den ich als Lösungsansatz für unsere Beispielprobleme nicht verzichten möchte, ist die Art, wie gebaut wird. Und wenn man sich diese Grafik des Statistischen Bundesamts anschaut, fällt es nicht schwer, warum mir das so wichtig ist. 55% des Abfallaufkommens liegen bei Bau- und Abbruchabfällen.
Zudem ist zum Beispiel Zement ein sehr energieintensiver Baustoff. Rund 45% der Zementemissionen entstehen, weil man sehr viel Hitze und Strom braucht. Aber selbst wenn man hier von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energieträger umsteigen würde, entstehen immer noch sehr viele Prozessemissionen. Das heißt, es ist eine chemische Reaktion, die CO2 freisetzt. Und deshalb muss sich auch im Bausektor etwas ändern und Gebäude müssen zukünftig im Kreis gedacht werden. Wie bei unserem Begrünungsbeispiel kann man von Anfang an hier in der öffentlichen Hand, bei der öffentlichen Hand ein gutes Beispiel geben und durch Ausschreibungen und Gesetze, aber auch Förderungen und Richtlinien in die richtige Richtung weisen. Und besonders wichtig ist es meiner Meinung nach, dass die Gelder gerade für öffentliche Gebäude nicht mehr in einzelnen Töpfen gedacht werden. Das heißt, dass zunächst nur auf die Baukosten geachtet wird und die Unterhaltung und Erhaltung des Gebäudes nur wenig relevant ist. Ganz zu schweigen davon, dass Abriss, Entsorgung oder Wiederverwertung gar kein Thema zu Beginn eines solchen Bauprojekts sind. Und um das zu ändern, gibt es bereits mehrere Ansätze, um Gebäude nicht mehr nur als Bauwerk, sondern als Materialspeicher zu sehen. Das heißt, die Materialien, die eingesetzt werden, sollen so verbaut werden, dass sie nach der Nutzungsphase wiederverwendet werden können. Und umgesetzt werden soll das Ganze durch die Digitalisierung und neue Planungsmethoden, solche BIM-Methoden, Building Information Modeling heißt es, werden heute schon genutzt und die Idee ist, diese digitalen Informationen, um einen vollständigen Materialkatalog zu ergänzen, der sogar Informationen zu Einbaumethoden enthält und man so sozusagen ein Manual hat über dieses Gebäude, was da gebaut ist. Und auf diese Weise wären Gebäude also mehr wert als nur die Funktion, die sie hergeben. Das verbaute Material wäre eine Art Wertrücklage, die bei Verkauf weitergegeben und letzten Endes beim Abbruch oder besser beim Rückbau wieder zu Geld gemacht werden können. Die Gesamtkostenstruktur würde sich dann dahingehend ändern, dass man ein Gebäude über seinen gesamten Lebenszyklus sieht. Und man kann da eine Menge Geld sparen, weil halt Abbruch, Entsorgung beziehungsweise eher Wiederverwendung dann viel kleiner wären und auch Unterhaltssachen kleinere Kosten verursachen würden. Ja, genau. Das war es eigentlich schon. Vielen Dank. Jetzt freue ich mich auf unser Gespräch und die Fragen. Vielen lieben Dank für den Input und den fantastischen Vortrag. Ich starte vielleicht mal mit einer vielleicht provokanten Frage. Du hast als letztes angezeigt, dass es aus wissenschaftlicher Sicht mehr und mehr Angebote gibt, beziehungsweise aus technischer Sicht mehr und mehr Angebote gibt, wo man nachhaltige Stadtplanung durchaus machen könnte. Es gibt ja immer mal wieder, wenn aus Zivilgesellschaft oder aus Teilen der Politik gefordert wird, dass man Nachhaltigkeit nur denken muss, die Ausrede, ja, man soll doch bitte mehr Vertrauen in die zukünftige Wissenschaft und Technik setzen, die würde dann so schon Lösungen für die Probleme, die du ja angesprochen hast, finden. Würdest du sagen, naja, eigentlich haben wir schon die Lösung und die werden einfach nicht, oder zumindest die technischen Voraussetzungen und die wissenschaftlichen Voraussetzungen, die werden einfach nicht umgesetzt? Oder würdest du sagen, ja, wir müssen aber auch in manchen Sachen noch ein bisschen warten, weil da natürlich die Wissenschaft bzw. die Technik noch mit neuen Sachen um die Ecke kommen wird? Also ich würde sagen, warten ist keine Option so richtig, weil natürlich haben wir noch Sachen, die erforscht werden, aber auch in der Forschung selbst müssen sich Sachen ändern, weil ich habe auf einem tollen Science Slam zum Beispiel mal mit einem Wissenschaftler geredet und der hat gemeint, ja, zum Beispiel Wiederverwertung von Materialien oder Entsorgung und so sind überhaupt kein Thema, die werden gar nicht gefördert. Das heißt, da geht die Wissenschaft gar nicht hin. Also geht es eher um Materialfunktion, die so sagt, okay, was kann das Material? Das wird gefördert, da wird dran geforscht, aber was danach damit passiert, hat er dann so provokativ gemeint, da können sich unsere Enkel mit beschäftigen. Das fand ich dann doch ein bisschen sehr
Die Antwort, aber genau, also es muss sich in der Forschung selber was verändern. Und ich sage, wir haben schon viele, viele tolle technische Lösungen, die auch schon in sogenannten Leuchtturmprojekten, sage ich mal, sich bewiesen haben. Deswegen denke ich, warten ist eigentlich keine Option. Das ist eher so ein bisschen eine Ausrede vielleicht. Oder eine Gewöhnung. Man muss sich ja auch an neue Sachen gewöhnen, weil ne, bauen ist kompliziert, schon so. Und da, glaube ich, ist eher so dieses Implementieren mit Handwerkern, mit Planern, mit den Auftraggebern, das, was passieren muss. Dann darauf aufbauend, du hast sowohl gezeigt, dass zivilgesellschaftliches Engagement mit dem Beispiel der Brücke in New York durchaus moderne Stadt oder nachhaltige Stadtentwicklung vorantreiben kann. Du hast gerade bei der Begrünung aber auch gezeigt, wie Verwaltung in ganz vielen Stellen eigentlich eingreifen kann, in dem für Deutschland übersetzt im Grünschnittenamt natürlich, Grünflächenamt. Aber auch, du hast natürlich angesprochen und eben ja auch wieder, naja, eigentlich brauchen, da wird ja gar nicht gefördert, das sind ja politische Forderungen, politische Maßnahmen, die dann auch entstehen müssen, um Anreize zu geben. Wo glaubst du denn, ist aktuell so am meisten Energie oder zumindest Möglichkeit drin für eine langfristige, nachhaltige Planung? Also würdest du sagen, eigentlich brauchen wir mehr zivilgesellschaftliches Engagement, das das ganz aktiv lokal vor Ort fordert? Oder würdest du sagen, naja, die Verwaltung muss eigentlich ein bisschen kreativer werden, muss dieses Problem nehmen? Oder sagst du, na, eigentlich ignoriert dieses Modell, was du ja vorgestellt hast, was ja ein sehr gutes, schematisches ist, was man ja als Blaupause anwenden kann, das wird von der Politik halt viel zu wenig eigentlich gemacht und an runterdelegiert. Wo würdest du denn sagen, welcher dieser Aspekte der EntscheidungsträgerInnen ist der, wo du dir, sagen wir mal, wünschen würdest, dass am meisten mal passieren würde, und wo ist der, wo du am meisten Hoffnung reinsetzt? Ich glaube, am meisten würde ich mir wünschen, dass so in Politik und Verwaltung ein bisschen mehr passiert. Also, dass man nicht immer nur so mal auf einer Sitzung sagt, so ja, wir wollen das, sondern tatsächlich, dass man sich das so das auf die Fahnen schreibt. Und ich denke, das muss von oben entschieden werden, aber auch dann durch die Strukturen, ja, verinnerlicht werden. Man soll da stolz drauf sein und sich dann vielleicht freuen, wenn dann Zivilgesellschaft kommt und eine tolle Idee hat, denen dann nicht Formalitäten in den Weg stellen und das so schwierig machen, eine Neuerung umzusetzen, die doch wirklich ein gutes Ziel hat und wo jetzt auch dann in Frage steht, warum sollte man das nicht machen? Weil Business as usual, ne, haben wir jetzt so gemerkt, kann nicht mehr lange gut gehen. Deswegen würde ich mir da ein bisschen mehr Offenheit wünschen und ein bisschen mehr so eine Entwicklung von einem nachhaltigen Stolz, wo man sagt, okay, wir können das schaffen, so alle das kleine Verwaltungsgeflecht hat da genauso viel Einfluss wie so die großen Entscheider. Und das würde ich gerne, dass das zusammenkommt. Und vielleicht mal auf den Punkt generell, siehst du, wo, weil wir haben jetzt über EntscheidungsträgerInnen gesprochen, wo siehst du aktuell so Grenzen? Weil, also wenn wir viel über Stadtplanung reden, reden wir ja trotzdem viel über die kommunale Politik etc. Ja. So, wo siehst du da deutschlandweit Chancen? Hast du relativ viele eigentlich aufgezeigt? Wo siehst du da auch Grenzen und Sachen, wo du einfach sagst, gut, es gibt halt auch Punkte, die da so nicht gelöst werden können und die vielleicht auch landes- oder sogar bundesweit aufgesetzt werden müssten eigentlich? Oder würdest du sagen, nee, tatsächlich ist das eigentlich eine Sache, die man gut auf lokaler Ebene einfach immer durchsetzen könnte und eigentlich auch bei denen lassen könnte? Naja, ich sag mal, die Stadtgebiete, die Kommunen und so, sie sind natürlich sehr unterschiedlich und es ist natürlich auch einfacher, sozusagen einen kleinen Stolz zu entwickeln, okay, das haben wir jetzt zum Beispiel in Mainz geschafft und provokativ Wiesbaden hat es nicht oder sowas, ne? Obwohl man mit seinen Nachbarn natürlich zusammenarbeiten sollte und so, aber ich meine, da würde ich sagen, man braucht so übergeordnet vielleicht die Strukturen, dass man sagen kann, okay, das ist das Ziel, das ist das, was ihr dürft. Aber ich glaube, man sollte auch sehen, okay, wir übernehmen jetzt die Verantwortung für unsere Region und können da viel zum großen Ganzen beitragen. Da muss ich auch sagen, dass zum Beispiel im Baubereich wir natürlich in Deutschland sehr, sehr viele Regularien haben, die wir einhalten müssen. Das ist in anderen Ländern dann ein bisschen einfacher, da vielleicht unkonventionell zu denken. Und deswegen kommen auch einige Beispiele aus Holland, weil es einfach ein klein bisschen einfacher ist. Ich denke, da
könnte man vielleicht ein bisschen lockern, ohne dass man jetzt irgendwelche Risiken eingeht. Aber eigentlich fände ich es auch schön, wenn man so ja, kommunal sich entscheidet und dann auch sagt, hier, das haben wir geschafft, weil es dann auch einen größeren Wert hat. Man weiß ja immer, wenn man an was mitgearbeitet hat, dann hat es nochmal einen ganz anderen Wert. Daran anschließend tatsächlich eine Frage aus dem Publikum, eine Privatfrage. Würdest du sagen, das sollte dann zum Beispiel in sowas wie Landungsbebauungsplänen fest verankert werden oder einfach in Gesetzen oder einfach nur in Richtlinien? Und wenn es nur Richtlinien sind, sollte man die dann von der Politik zum Beispiel einfach auf die Verwaltung runtergeben und die muss, also und die dann da in die Verantwortung nehmen. Also dass die Politik sagt, wir wollen eine nachhaltigere Stadt und sagt, also als Richtlinie, liebe Verwaltung, kümmert euch drum, oder dass man wie mit so Gesetz, also mit großen Gesetzen, du hast es ja eben angesprochen, die vielleicht auch zu lockern oder die zu verschärfen. Wo würdest du da am meisten Hoffnung draufsetzen, beziehungsweise was siehst du am logischsten an? Ich glaube, also wenn man das schafft, eine gute Richtlinie zu machen und sich die Verwaltung, die ja auch selber nochmal Spielraum hat, was sie erlaubt, was sie nicht erlaubt, damit, sage ich mal, einbinden kann, damit begeistern kann und einbinden kann, würde ich das mal zuerst machen, weil ich denke, dann hat man auch ein bisschen mehr Spielraum, was gemacht werden kann, weil der Gesetzgeber versucht das natürlich festzuschreiben, aber kann manchmal auch solche Themen gar nicht so im Detail ganz genau überblicken. Und dann hat man vielleicht ein Gesetz, was dann in 10 Jahren vielleicht gar nicht mehr so aktuell ist, dann muss man es wieder ändern. Also ich würde es erstmal über Richtlinien versuchen und dann so das, ja, die Zielsetzung da die Leute mit abholen, die dann das auch entscheiden müssen. Okay, und anschließend an Leute abholen. Es passiert ja nun auch zu nachhaltiger Stadtplanung, dass es ja durchaus Personen gibt, die sagen, daran haben sie eigentlich kein Interesse aus der Bevölkerung heraus. Also gerade wenn wir über die Überlegung von alternativer Mobilität, sei es jetzt nun Fahrrad und Auto gehen. Und du hast ja angesprochen, eins der großen Probleme ist Ressourcenknappheit und Platz ist ja eine Ressource in der Planung. Und natürlich, wenn wir mehr Platz für Fahrradwege oder für Straßenbahnen oder Busspuren einsetzen, dann nimmt man ja den Platz für Autos zum Beispiel weg. Also du hattest ja auch ein Bild, wo das sehr schön dargestellt ist, wo die beiden schon durchaus gegeneinander ausgespielt werden. Wie siehst du das, dass man sowas, also dass man diese beiden Punkte besser zusammenbringen kann? Glaubst du, das ist durchaus möglich oder ist es irgendwann auch so einfach zu sagen, naja, es sind halt, also Ressourcenknappheit ist halt ein Problem und da müssen dann auch gewisse Gruppen halt zurückstecken, wenn man sich entscheidet, nachhaltig zu planen? Ja, also ich sag mal, natürlich muss man auch so auf die Gegner hören und sagen, was ist denn das Problem? Aber vielleicht ist es als oft gar nicht das Problem, so wir wollen keine grüne Stadt, weil das, glaube ich, kann ich mir kaum vorstellen, dass das tatsächlich jemand, vielleicht jemand mit einer Grünphobie, keine Ahnung. Aber das ist eigentlich ja nicht das, was das eigentliche Problem ist. Die Probleme sind eher so, keine Ahnung, ich habe 3 Kinder, muss das Zeug dann von ewig weiterhin schleppen oder sowas. Da muss man einfach gucken, was gibt es denn für Lösungen, was kann man denn machen? Ist es der öffentliche Nahverkehr? Ist es sowas wie vielleicht, habe ich mal einen Entwurf zugemacht, so eine Art Stadtkoffer, wo man Zeug reintun kann, dann nimmt man das überall mit hin, so ein kleines Wägelchen, was dann irgendwie zur Verfügung gestellt wird. Also man muss dann gucken, okay, was ist denn eigentlich das Problem? Und woran ich jetzt gerade noch denke, ist zum Beispiel, als man damals das Rauchen im Innenraum von Gaststätten und so abgeschafft hat, das wurde gar nicht so hart diskutiert, das wurde einfach gemacht, dann gab es so einen kleinen Aufschrei und dann hat man sich aber super schnell dran gewöhnt, weil wir sind einfach auch Gewohnheitstiere und müssen dann vielleicht gucken, okay, wir machen das jetzt einfach und dann werden sich schon alle dran gewöhnen, ohne jetzt jemanden übergehen zu wollen. Aber man muss natürlich auch vielleicht die Zukunft für neue Generationen dann irgendwo sichern und muss dann eine Entscheidung treffen. Angesprochen an an Projekt, die du schon gemacht hast. Ich weiß von Tim Hellbach, mit dem wir auch den Polbeland hatten, dass ihr auch unter anderem gerade in der Planung steckt, neue Sachen zur Stadtplanung mitzugestalten. Wie sieht denn das aus, so jetzt als Privatperson beziehungsweise eigentlich als Fachpersonal gesprochen, wenn man da von sich aus mit so einer Idee kommt. Hast du Erfahrungswerte, wie stößt das häufiger dann mal auf fruchtbare Interessen oder ist es schon eher so ein Kampf, wenn man, sage ich jetzt mal, wenn man mit sowas rumkommt? Und
Ja, vielleicht wünschst du oder würdest du sagen, na, es braucht vielleicht auch noch so einen Fixpunkt zwischen Politik und Fachpersonal, was sich aber sonst ja eigentlich weniger im politischen Rahmen beschäftigt. Ja, also ich denke, zuhören und begeistern lassen sich die Leute schnell. Jedenfalls kommt es einem immer so vor, aber dann die wirkliche Umsetzung ist dann oft das Problem. Und ich sag mal, da ist es dann, ja, es ist vielleicht so beides. Man kann die Leute schnell begeistern, aber dann ist es doch eher wieder so ein Kampf, bis es dann dahin kommt. Ich glaube, am leichtesten ist, wenn man die finanziellen Mittel mitbringt und dann sagen kann, okay, wir spenden das, dürfen wir das machen. Das ist, glaube ich, immer am einfachsten. So haben die das wahrscheinlich auch bei der Highline ganz gut hingekriegt, ne? Wenn die 70% finanzieren konnten, ist es natürlich viel einfacher, weil natürlich eine Stadt mit begrenzten finanziellen Mitteln da immer ein bisschen vorsichtig ist, so, oh, wir sollen was anschaffen und bringt uns das denn wirklich einen Vorteil so? Also ich denke, es ist so beides. Ich glaube, man kann Leute schnell begeistern, aber dann muss man doch ein bisschen kämpfen, bis es dann umgesetzt wird. Und ich sehe das auch, also ich bin Leiterin der Regionalgruppe des Cradle to Cradle e.V. hier in Mainz. Das hat was mit Kreislaufwirtschaft zu tun. Und da sieht man auch oft, ja, man stößt auf offene Ohren, aber dann bei der Umsetzung ist es halt doch oft Business as usual und dann muss man immer wieder gucken, wo kann man was erreichen, wen muss man jetzt zu diesem Zeit erwischen, damit man da die Forderungen noch mit reinbringen und mit umgesetzt werden kann, ja. Aber weil du gerade das Finanzierung angesprochen hast, kannst du mal so eine Zahl nennen? So Pi mal Daumen, also wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber für eine Stadt wie Mainz, wenn du sagen würdest, okay, ein nachhaltiges Konzept, was auf die nächsten 20, 30 Jahre tatsächlich auch vielleicht ja auch dann Gewinn bringt, auch nur ideellen Gewinn oder so. Aber was glaubst du, wenn man das jetzt von heute auf morgen umsetzen wollen würde, wie viel Geld man ungefähr, hast du eine Idee, wie viel das uns jetzt kosten würde? Nicht so richtig, ich würde mich da auch sehr weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich das sagen würde. Aber ich sag mal, wir haben ja jetzt schon so ein paar Beispiele, sage ich mal, jetzt Kopenhagen oder so mit ihren 50 Millionen und was die halt ausgerechnet haben, was sie dadurch sparen können. Und ich denke, das sollte man vielleicht wirklich mal machen. Das wäre doch mal das erste Geld gut investiert, dass man tatsächlich jemanden hinsetzt. So, was haben denn andere Städte gemacht? Warum haben die das gemacht? Was haben die ausgerechnet? Und kann das vielleicht auch für uns funktionieren? Ich glaube nicht, dass man da immer das Rad neu erfinden muss, sondern sich halt auch anschauen kann, okay, was haben die gemacht? Hat es funktioniert? Hat es nicht funktioniert? Allerdings ist da dieses ganz langfristige Denken halt wichtig und dann halt über vielleicht die eigene Amtszeit hinaus zu sagen, okay, ich stoße das jetzt vielleicht an, kann sich später keiner mehr daran erinnern, dass ich das war, schade aber auch, aber innerlich habe ich was Gutes getan für die Stadt oder so. Also, dass man da so ein bisschen über seinen Einflussschatten springt, so, weil es ist, nachhaltige Planung ist immer leider langfristig und dann weiß man am Ende vielleicht in 30 Jahren nicht mehr so genau, wer das initiiert hat. Aber deswegen heißt es ja nachhaltig. Richtig. Kurze Frage, weißt du, ob es sowas gibt wie einen Zusammenschluss von nachhaltigen Städten, die dann, bei denen man sich dann tatsächlich melden könnte und sagen könnte, okay, sowas in die Richtung quasi wie der Städtetag, nur halt zum Beispiel europaweit so. Ja, da gibt es was. Ich glaube, heißt es nicht sogar nachhaltige Kommune oder sowas? Ich müsste das tatsächlich nochmal nachschauen. Aber da gibt es tatsächlich Zusammenschlüsse von Städten, die das schon machen. Und da könnte man sich dann ja quasi auch diese Vorbilder eigentlich gut raussuchen und diese Vergleichsangebote. Genau, ich glaube, da ist es so gedacht, dass die alle so auf dem Weg sind. Aber man könnte gemeinschaftlich ja woanders abschauen und sich dann beraten. So, was kann man machen? So stelle ich mir das vor. Ich würde mir auch zum Beispiel so kreislaufmäßig so eine Stelle wünschen, die zum Beispiel so Ideen zusammenbringt, wie man hat eine Industrie, die total viel Wärme abgibt. Könnte man dann nicht aufs Dach eine Gärtnerei machen, die dann gar keine Energie mehr verbraucht für ihre Wärme, für die Gewächshäuser oder sowas? Also so eine Stelle, die den Müll des einen zusammenbringt mit dem Gebrauchsstoff des anderen. Sowas würde ich mir auch wünschen, das wäre total toll, aber sehr innovativ vielleicht. Aber da wir keine Fragen aus dem Chat haben, würde ich dir tatsächlich noch die Frage stellen: Wie siehst du das denn? Was glaubst du denn? Wie läuft es die nächsten 10 Jahre und wie wünschst du es dir die nächsten 10 Jahre? Du hast gerade schon angesprochen, dass man den Endverbrauch des einen oder den Endmüll des einen als Gut des anderen nutzt. Aber was glaubst du, wie oder was wünschst du dir? Wie sieht es aus, so als Abschlussausblick?
Ja, wünschen würde ich mir, dass wir das schaffen, genau, dass wir halt schauen, okay, was können wir zusammenbringen und dass es halt auch wirklich so, ja, eine normale Stolzsache ist, dass man sagt, okay, ja, wir machen das, wir finden das gut und wir arbeiten dafür und das ist auch das Ding, worauf wir dann stolz sind, wie der Mainzelmännchen-Fahrradweg und so, dass das so ein bisschen zur Identität wird, dass das einfach dazugehört und völlig normal wird und dass das unser neues normal wird und wenn dann einer kommt und will was zum Schlechteren verändern, dann denken wir so, nö, das haben wir doch schon immer so gemacht, natürlich. So, das wäre toll. Das finde ich ein fantastisches Abschlusswort, zu sagen, nee, das Gute haben wir immer schon so gemacht. Es wäre sehr wünschenswert. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du Lust hattest, dieses Format auch mit uns zu machen. Ich bedanke mich bei allen ZuschauerInnen, verweise jetzt nochmal, ich habe es am Anfang versprochen, auf den Infrastrukturatlas der Böll-Stiftung. Der ist seit dem 11.11. draußen, der die ganz klar Infrastrukturen in den Fokus rückt, auch die Frage zwischen Stadt und Land. Ansonsten zum Thema Verkehr ist auch dieses Jahr der Mobilitätsatlas der Böll-Stiftung erschienen. Beide Links posten wir Ihnen gerne in den Chat, beziehungsweise noch in die Videobeschreibung. Mir bleibt zu sagen, danke fürs Zuschauen. Tun Sie mir einen Gefallen, waschen Sie sich die Hände, tragen Sie Ihren Mund-Nasen-Schutz, auf dass wir bald aus dieser Pandemie, aus dieser miesen Situation rauskommen und sowas wieder vor Ort gemeinsam erleben können. Nochmal Nadine, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.